Gut, ich hoffe, man hört mich jetzt auch wieder. Kann ich nachher noch kontrollieren. Das war echt ein gutes Spiel. Alles läuft glatt und perfekt. Und dann, ja, sagt sich Shadowplay, nö, wir nehmen heute keinen Ton mit auf. Naja. Wenn das Spiel trotzdem gut ist, dann macht das alles nix. Zeit ist. Eroberung. Wir brauchen Artillerieunterstützung. Verstanden. Ich Feuer. Ich würde sagen, da hat jemand Spaß am LMG. Der Kontrollpunkt Eiweiß verloren. Da komme ich jetzt nicht mehr ran. Explosion nach der anderen. Gut, da konnten wir jetzt gerade nicht ran. Aber ich würde sagen, ich habe auch was getroffen. So, vorwärts ran an den Verein. Lang und weit. Wenn meine Truppe jetzt auch noch mal aus dem Dings rauskommen würde, wäre das echt nice. Laufen, laufen, laufen. Muss man mal weggehen? Steht da perfekt. An den müssen wir jetzt auch ran. Sonst wird das hier nichts. Wir haben auf jeden Fall ein paar Posten aufgebaut. Jetzt muss ich erstmal hier die Maschinenpistole. Erstmal das Gelände freiräumen, damit ich hier erstmal durchkomme. Sobald ich an den Panzer rankomme, da hinten, habe ich keine Munition mehr. Die Leute sind schon hinter ihm. Der Kontrollpunkt Bravo ist verloren. Danke. So. Halbfalte Taste. Theoretisch hier eine ganz gute Position. Arbeiten wir mit dem Offensivposten. Gucken, was der Gegner davon hält. Gelände beschissen einfach hinlegen. Geh hier mal beiseite, ich will hier schießen, wenn irgendwas kommt. Drecksratte! Kontrollpunkt Alpha gehört uns! Sehr gut, wir kriegen den Punkt noch. Wunderbar. Steht da mein Posten noch? Nee, das sieht nicht so aus, als wenn der noch steht. Kommt jetzt meine Truppe mal mit.
alle Mann mal runter. Ich rufe die Artillerie! Was ihr könnt, kann ich auch. Risky, aber was soll's? Artillerie auf dem offen liegenden Punkt machen, das kriegen wir alle hin. So, jetzt haben wir uns B. Gegner zu sehen. War sicher, sicher. Schmeißen einfach mal eine Granate hin und guck mal, gucken, was passiert. Schöne Sturmgewehr hast du. Wer war das? Hallo? Der Feind hat den Kontrollpunkt Alpha eingenommen. Wir haben Bravo erobert. Naja, Bravo, wir haben Bravo. Verdammt, bei mir ist Ebbe! Lade nach! Netter Versuch. Er wollt uns doch nicht ernsthaft ran. Artillerie bereits aktiv. Also beschissenes Gelände, um darüber zu laufen, haben wir hier nicht. Aber man kann es ja mal probieren. Einfach mal selbstmordmäßig hier rüberrennen. So ist er. Gelegentlich komme ich damit auch noch durch. Bisschen Ausdauer auffüllen. Sehen tun wir niemanden. Aber wir kommen an. Hinschmeißen. Und beten. Vielleicht macht er für einen Mann Artillerieschlag. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Na, mal sehen, ob mich irgendwann hier mal einer weggesnipert bekommt. Das waren, glaube ich, Gegner, meiner Meinung nach. Wenn ich schaffe, das Ding zu neutralisieren, haben wir gute Karten. Jetzt weiß er, wo ich liege. Neutral, sehr gut, reicht aus. Alles andere ist Bonus. Okay, so beschissen, dass ich hier nicht schießen kann. Der Gegner hat die Hälfte seiner Verstärkung verloren. Ja, das liegt daran, dass ich um den Punkt rumliege. Und Spitze im Campen auf dem Punkt. C verlieren wäre das echt ungünstig, weil A werde ich nicht lange halten können. Wie schnell man sich drehen kann, das ist Wahnsinn. Kriegt das Ding vielleicht sogar noch eingenommen. Mit ein bisschen Glück. Allerdings werden gerade schon wieder Atomraketen auf mich geschossen und irgendwann gibt es hier noch Artillerie oben drauf. Bin ich überzeugt von. Der andere sucht mich jetzt wahrscheinlich. Der geht über links, wenn dann. Über rechts kann er ja nicht gehen, da liege ich ja. Glückwunsch. Wie können wir eigentlich einen Punkt da verlieren? So, wir marschieren jetzt nach oben. Artillerie in 10 Sekunden verfügbar.
brauchen Artillerieunterstützung. Artillerieunterstützung auf die rechte Flanke, da habe ich ein bisschen Deckung. Geht er da heute nochmal rein? Ich kann aus der Position nicht schießen. Warum sichert hier keiner den Bunker, ne? Tatsächlich noch in den Bunker. Der mich am unmöglichsten treffen kann, der trifft. Kein Problem. Da würde ich jetzt nicht rauflaufen, aber gut, ihr seid da. Dann bleibt da. Wir könnten von hier aus eine Flak aufbauen. Wir könnten mal campen. Das war ja klar. Mal rein in den Punkt. Das war dumm. Ist mir egal, kriegst du das noch hin? Bravo gehört uns. Bisschen glücklich, aber was sonst? Na dann fall schon um. Dings wird gehalten. Ich habe jetzt oben die Flakstellung aufgebaut. Die wollte ich jetzt gerne mal ausprobieren. Wahrscheinlich wird jetzt meine ganze MP-Truppe über den Haufen geballert, aber darum geht's ja. Ich krieg ihn nicht mehr hoch. Wir haben den Kontrollpunkt Alpha verloren. Ist aber auch egal. Wir müssen großartig nicht mehr viel machen. Muss er das Gelände ein bisschen absichern. Ja, Glückwunsch, hat's nochmal reingetroffen. Interessiert aber niemanden mehr. Wir gewinnen das Spiel. Ich hoffe diesmal auch mit meinem Ton. Nicht so überragend. Aber wir können ja gleich noch eins machen. So, dann nehmen wir jetzt hier den befestigten Reich. Müssen wir angreifen, das ist schön. Allerdings sehr artilleriefreundlich, das Gelände. Deswegen, wir werden mal versuchen gleich nach rechts rüber zu kommen an den Panzer da. Hat er beschissen, aber wir probieren's. Durch die Büsche. Wir brauchen Artillerieunterstützung. Artillerie!
Feuer! Abwarten, bis die Artillerie durch ist und dann geht's los. Gehen wir nicht im Weg. Freunde, drin ins Vereinshäuschen. Alles tot im Graben. Glück gehabt, bringt ihm aber nicht mehr viel. Den Schuss hätte er sich auch sparen können. Punkt im Handstreich genommen. Keiner hat sich in die Artillerie reingeschmissen, so wirklich. Deswegen kein Wunder, dass wir da so gut durchkommen. Okay, Maschinenpistole. Wenn wir jetzt unseren Pionier in den Graben reinkriegen, das wäre echt ganz toll, wenn der sich jetzt mal ein bisschen beeilen würde. Sehr schön, guter Mann. Laufen, 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 laufen. Bis auf 80 Meter ran. Leute, ich kann euch jetzt mal alle fertig machen, das bringt es aber nicht voran. Fucking Hero Roland steht alleine mit seinem klaren Karabiner noch 3 Schuss. Unsere Kräfte nehmen den Kontrollpunkt ein. Nein, es ist nur Hero Roland mit einem Schuss Munition. Jetzt hat er Zeit. Ich hab wieder Munition. Ja, irgendwann keine mehr. Unser bester Posten, von links kommen sie aber auch. Jetzt kann ich gleich Artillerie machen, dann kriegen wir den Ding. Dann kriegen wir den Punkt. 10 Sekunden. Wir schleichen uns so weit wie möglich schon vor. 3, 2, ich rufe die Artillerie. 1, Feuer. Feuer! So, jetzt müssen wir reinkommen, Punkt.
schmeißen, Klappe halten. Panzer. Ausgezeichnet. Punkte sind eingenommen. Nächsten Kontrollpunkt. Sehr schön. Der Rest ist Bonus. Feinde markiert. Der Rest ist Bonus, da kommen wir nicht mehr weiter. Jetzt komplett über links. Panzer stehen rechts. Wir können ja mal von uns einen Panzer nehmen. Müsste bei Gelegenheit auch mal einnehmen, aber ich bin so wichtig vorne immer am Angriff, das ist Wahnsinn. So, wir werden uns natürlich jetzt versuchen ranzuschleichen. Meint wie möglich links, wenn es geht. Wer? Von wo? Von wo? Sonst ist mal eingemauert hier. Komm, das ist so offensichtlich hier, das muss gut gehen. Vorwärts. Ich habe ihn nicht gesehen, er ist so dunkel da drin. Ich habe die Granate noch geworfen, natürlich nicht. Posten ziemlich weit links, das ist gut. Wenn ich da Artillerie wieder kriege. 42 Sekunden, na los. Der guckt komplett in die falsche Richtung, der Panzer. Der steht aber so beschissen. Wer lebt das? Na? Zurückkommen. Ich weiß nicht, ob da noch einer drin sitzt, aber. Seien Sie sicher. Den Punkt kriegen Sie nicht mehr. Sollte reichen. Hoffe ich jedenfalls, aber so wie es aussieht, muss ich doch nochmal anlaufen. Die Bomber war richtig gut. Komm, Artillerie, die kriegen gerade keinen Nachschub. Ich weiß nicht, wo er ist. Der Bunker wird erstmal nicht eingenommen. Vorwärts. Dieser Panzer. In Gehstellung.
Einkreisen und ausschalten. Ach, komm schon. Ja, ich die Granate in die Hand nehmen. Das ist aber gut. MG steht rechts und wir sind links. Alles benutzt natürlich wieder meinen Posten hier. Das ist, ich find's fassungslos. Ich meine, es läuft, ne? Gar keine Frage. Aber das ganze Spiel hängt von mir ab, wie ich die Posten platziere. Jede Entscheidung ist die wichtigste. Keine Ahnung, wo hier geschossen wird, aber wir kommen. Drei, zwei, eins. Rin. Sei nicht dumm, geh außen rum. Oh, das ist die dümmste Entscheidung, die man treffen kann, aber ich bin drin. Einen haben wir noch. Außen rum und drin. Hab ich ihn noch gekriegt? Keine Ahnung. Ja, du, Gewehr, keine Ahnung. Nee, das hat er geschossen. Hey, es hat jemand einen zweiten Posten dazu gebaut. Nicht schlecht. Wir sind gut dabei. Roland liegt wieder uneinholbar vorne. Egal. Kommst du hier rein? Komm, rein hier. Sehr schön. Von deiner kommt es scheißegal. Los, Jungs. Nur noch ein Kontrollpunkt übrig. 300 Spawns. Verluste, aber wir kommen voran. Da rettet ihn der. Wir könnten da noch einen Posten haben. Die haben auch da einen Posten. Ich da jetzt. Schießt mir jetzt 100 pro den Rücken, das kann ich nicht schaffen. Aber die Idee ist nett. Also etwa ich gehe hin und lass mich da erschießen? Ja, ob ich dann noch drei Leute erschieße oder nicht, ist erstmal egal. Natürlich siehst du mich. Ja. Sehr gut. Dann alles ist rechts. Dann über links. Artillerie in 7 Sekunden. Punkt scheint noch. Der Punkt ist besetzt. Wir brauchen Artillerieunterstützung. Artillerie! Feuer! Die stehen da noch oben. Oh, bitte lass den einen Pionier mit rüberkommen. Ich weiß, es ist viel verlangt.
Dafür ist er da. Dafür haben wir einen Pioniertrupp mit zwei Leuten. Diesmal nicht. Diesmal nicht. Posten ist aktiv. Vorwärts, alles oder nichts. Hauptsache haben die mich nicht gehört. Hauptsache haben die mich nicht gehört. Fehlt da noch einer. Leck mich. Ah, kommt er von hinten, der war gut. Letzten 74 Spawns, komm schon. Ich bräuchte noch einmal Artillerie da. Ja, die werde ich nicht kriegen. Eine Minute. Das muss ich so lange halten, wir nicht mehr durch. Da sind einfach zu viele. Selbst mit Artillerie würde ich es nicht schaffen. Nichts zu machen, war ja klar. Und ich wette um 1 Milliarde Euro, dass der Ton mit aufgezeichnet worden ist. Die Wette werde ich gewinnen, weil ich habe das Spiel verloren. Es wäre ja auch zu schön, wenn bei den guten Spielen der Ton mal da ist. Ja. Wenn dann mit Ton, wo alles perfekt von der Aufnahme funktioniert, das gibt's leider nur, wenn ich verliere, und zwar knapp. Ob's reicht? Jo. Da rennt keiner mehr hin. Letzten 18 Sekunden. Wer ist besser Mann auf dem Feld? Ähnliches Spiel wie vorhin. Nur da hatten wir gewonnen. Naja. Nach 3 Sekunden ist eh egal. Wir haben zu viele Verluste erlitten. Immer wieder schade, aber ich stell das rein auch ohne Ton. Leck mich. Da war ich gut, da hatte ich auch 6000 Punkte und war mit Abstand bester Mann auf dem Feld. Und deswegen, das war verdient, also stellen wir es auch rein.